Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut und herzlich willkommen in meiner Küche. Ja, ich möchte mit euch heute ein leckeres Möhrchen, Zucchini, Kokossüppchen kochen. Ja, ich habe noch Reste von gestern, aber die werden nicht lange nachmittag. Dann mache ich mal unsere Lieblingssuppe als Vorspeise und die verfilme ich euch auch noch gleich dazu. Vielleicht wird es ja auch eure Lieblingssuppe. Ganz einfach, ganz easy. Eigentlich Zutaten, die ich selber immer zu Hause habe, wie Möhren, Zucchini, okay, Ingwer nicht immer, aber meistens. Wir legen jetzt gleich los. Also, eine halbe Zwiebel. Ich habe so eine große Zwiebel. Ich wiege sie euch mal ab. Ja, 50 Gramm. Und ein so ein Stück Ingwer zwischen 5 und 10 Gramm. Das ist immer so Geschmackssache, wie ihr es wollt. Also ich schneide immer so ein Stückchen ab. Ich wiege es euch auch mal, damit ihr wisst, wie viel ich jetzt rein habe. So, 5 Gramm. Diese Zwiebel mit dem Ingwer werden wir jetzt 5 Sekunden Stufe 5 zerkleinern. Dann schieben wir mit dem Spatel das nach unten. Zeige ich euch mal. So sieht es aus. Dann kommt jetzt ein guter Esslöffel Olivenöl dazu. Also ich mache es Pi mal Daumen, so ungefähr ein Esslöffel. Das werden wir jetzt andünsten, praktisch 5 Minuten, entweder auf der Varoma-Stufe oder wer den TM 6 hat, auf 120 Grad. Ich werde jetzt praktisch 120 Grad einstellen. 5 Minuten, 120 Grad. Und wer praktisch die 120 Grad nicht auf seinen Thermomix hat, der nimmt einfach die Varoma-Stufe. Die hat eigentlich jeder Thermomix. So, Stufe 1 und los geht's. Unsere Zwiebel mit dem Ingwer ist jetzt angedünstet. Dann füge ich jetzt 100 Gramm Zucchini dazu. In meinem Fall sind es jetzt gelbe Zucchini. Ich schäße jetzt auch nicht. 100 Gramm Zucchini. Und 250 Gramm Möhren habe ich in solche Stücke geschnitten. Werden wir jetzt nochmal kurz zerkleinern und zwar 5 Sekunden Stufe 5. Schieben wir jetzt alles mit dem Spatel nochmal nach unten. Dann kommen 800 Gramm Wasser dazu. Und 2 Teelöffel entweder Gemüsebrühe, Gemüsepaste, also 2 Teelöffel. Salz lassen wir mal, Salz tun wir dann später dazufügen. Nach dem Abschmecken sozusagen. Etwas Pfeffer. So. Und das war's vorerst mal. 20 Minuten, 100 Grad, Stufe 1. Die 20 Minuten Kochzeit ist vorbei. Das Süppchen auch schon fast fertig. Jetzt geben wir 200 Gramm oder 200 Milliliter halbe Dose von einer Kokosmilch dazu. Ein Teelöffel Curry. Und jetzt werden wir das alles mal pürieren. Und zwar eine Minute werden wir einstellen. Und dann werden wir stufenweise, also sprich, wir fangen mit Stufe 5 an, auf 7 dann hochdrehen, auf 8 hochdrehen, auf 9 und auf 10, bis die Minute praktisch abgelaufen ist. Wir fangen jetzt mit Stufe 5 an. Ja, wenn die Minute vorbei ist, abschmecken nicht vergessen. Jetzt werden wir alles nochmal praktisch vom Mixtopfdeckel nach unten in den Mixtopf geben.
Doch ein bisschen Salz gebe ich noch dazu. Und zwar so gut, drei Viertel Teelöffel noch. Jetzt werde ich das alles kurz auf Stufe 4 untermischen. So, 5 Sekunden reichen. Jetzt werde ich noch mal abschmecken. Jetzt ist lecker. Ich zeige es euch mal schnell. Denn wenn ich jetzt den Mixtopf in Kamera halte, wird mir alles davonlaufen. Ich hole euch mal kurz näher. Sieht sie aus. Es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Jetzt werde ich was in meinen Teller geben. Jo. Und wer möchte, kann jetzt noch ein paar Backerbsen drauf geben. Und was auch ganz, ganz lecker ist, jetzt da noch etwas Kürbiskernöl drauf. Richtig leckeres Süppchen. Ja, und ihr seht, ruckzuck ist eigentlich unsere Suppe fertig. Na, ich kann es nicht zeigen. Es geht nicht, funktioniert so nicht. Aber ich habe es euch ja schon gezeigt. Und wer möchte, kann jetzt natürlich auch Kürbiskernöl noch drauf tun. Ich mag das auch sehr, sehr gern, diesen Kürbisgeschmack auch auf Kürbiscremesuppe. Ich gebe jetzt einfach mal bisschen was drauf. Wer möchte, kann natürlich auch noch etwas Petersilie oder Schnittlauch noch oben drauf als Deko geben. Und ich lasse jetzt praktisch mir schmecken. Macht es doch einfach nach. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie sie euch geschmeckt hat. Also ich mag sie unwahrscheinlich gern. Eine tolle Alternative auch zu einer Kürbissuppe. Also wie gesagt, probiert es unbedingt mal nach. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.